So, da sind wir wieder beim Mass Effect 1. Haben in der letzten Folge noch ein bisschen was im Kodex gelesen und haben gesehen, wie Nihilus getötet wurde, beziehungsweise Shepard hat es nicht gesehen, aber wir haben es gesehen. Und wir wollen mal gucken, wie sich der Zug denn so fährt. Da haben wir wieder Saren. Oder wie im Setzt später. die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Ja. Ich glaube, in den späteren Teilen wird das Saren ausgesprochen. Finde ich, klingt auch irgendwie cooler als Saren. Aber wie gesagt, dass irgendwie fast alles da deutsch ausgesprochen wird, finde ich ein bisschen sehr nervig. Außer zum Beispiel Husks. Husks haben sie auch Husks ausgesprochen und nicht Husks. Das wäre auch, glaube ich, noch echt hart geworden. Die haben Bomben platziert. Uncool. Guck. Stehen da auch wie drei, keine Ahnung, Schießbudenfiguren oder so. So, wir haben jetzt, wie ihr unten Sprengladung. rechts Die Gegend müssen seht, Sie angebracht haben. Tempo, ja. Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ja, kein Stress hier. Ja, drei Stück haben wir noch. Und wir haben noch fast 5 Minuten Zeit. Da hinten sind Gegner. Wow. Ja, das ist, glaube ich, teilweise auch der Zielhilfe gedankt. Dass wir hier so fast schon flawless treffen, außer den jetzt gerade. Dankeschön. Ach, nein, ich denke, irgendwann kriege ich das wahrscheinlich nach 5 Spielstunden oder so auch wieder hin. Dass wir eben nicht R drücken müssen, um nachzuladen, weil wir haben nichts, was wir nachladen können. Unsere Waffen funktionieren ohne Munition. So, Sprengladung Nummer 2. Dankeschön. Da muss ja irgendwo ein Gate sein. Oder Geth. Entschuldigung. Jetzt fange ich schon selber damit an. Komm, weg da. Ja, am Anfang sind die Missionen und auch die Shooter-Elemente natürlich ziemlich einfach. Wir werden aber später auch Missionen kriegen, wo wir ein paar Probleme haben werden. Ashley, geh mal bitte dahin. Immer schön hinter der Deckung bleiben. Den Schild einmal wegschießen, damit uns die Geth nicht auf den Keks gehen. Es gibt hier auch einen Nahkampfangriff. Ich muss aber sagen, der ist in diesem Spiel, also im ersten Teil des Spiels vor allem, also nicht im ersten Teil des Spiels, im ersten Teil der Reihe so, absolut unbrauchbar. Im zweiten bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Im dritten ist der super. Also im dritten, da kann man sich über den Nahkampfangriff echt nicht mehr beschweren. Und jetzt haben wir schon verbesserte Versionen der Waffen, die wir eh schon haben. Gucken wir doch direkt mal schnell. Ja, hier haben wir nochmal den Kampfsensor. Sogar auf Stufe 2. Pistole. Edge Nummer 2 ist schwächer als die Stinger 2, die wir schon haben. Aber besser als die Edge 1, die Kai dann hat. Er kriegt mal den Kampfsensor Level 2. Ich finde, Kampfsensor ist eh so eine Sache. Einen Moment. Entschuldigung. Der ist eh nur so eine Sache. Ich benutze ihn nie. Ganz ehrlich. Ich kann gucken, wo Gegner sind. Wir hatten aber noch eine Hammer 2. Die ist natürlich ein bisschen. Die ist einen Tacken besser sogar als die Reaper. Plus hat eine höhere Präzision. Das gefällt mir doch schon mal ziemlich gut. Und haben wir irgendwas Neues für dich? Eine Schrotflinte mit mehr Schaden. 0,3 Schüsse bis zum Hitzelimit weniger. Also ein Schuss auf drei Hitzelimits sozusagen. Das ist ein Witz. Und Präzision braucht man bei einer Schrotflinte eh nicht. Ganz ehrlich, Leute. Gut. Stufenaufstieg hat man keinen, ne? Ja, ich hoffe mal, dass die Meldungen nach der ersten Mission nicht immer wieder auftauchen.
So, gucken wir doch mal. Da sind wieder Husks und Geth und Hasse nicht gesehen. So, Nummer 1, Nummer 2. Und da kommt ein Husk gelaufen. Die Husks halten hier auch ziemlich viel aus, muss man sagen. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass die Husks mehr aushalten als die Geth zum Beispiel. Geh mir nicht auf den Sack, geh mir nicht auf den Sack, dankeschön. So, da wird jetzt, können wir unten auf dem Radar auch sehen, ein wichtiger Ort markiert. Wollen uns aber eben nochmal schnell umgucken. Eventuell finden wir hier noch was zum Plündern. Und ich muss nochmal kurz einen Cut machen. Meine Güte. So, ihr habt nichts verpasst, außer dass ich mich hier am Abhusten bin. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so. Naja. Zwei Upgrades. Sehr schön. Nehmen wir mit. Rüsten wir auch direkt mal aus. Den Kühlkörper finde ich ziemlich wichtig. Zumindest vor allem für den Anfang. Plus 12 Hitzeabsorption. Das heißt, unsere Waffen überhitzen nicht so schnell. Und wir hatten ja noch eine Rüstungsmodifikation. Da wollten wir mal kurz gucken, die war nicht so gut, ne? Nee. Okay. Notfallinterface. Plus 2 Gesundheitsregeneration pro Sekunde. Okay, das geben wir dann mal uns selber gerade. So dreist. Nee, ich wollte nicht zu den Granatenmods. Dann können wir den Schildgenerator an Ashley geben. Weil ich persönlich sehr gerne eine Gesundheitsregeneration habe. Und Schilde braucht sie mehr als Kaidan, der kann sich schließlich selber Schilde geben. Ist ja nicht so, als wäre es ein Biotika, der Barriere wirken kann, ne? So. Dann, wie gesagt, den Sender ignorieren wir vorerst kurz. Gucken uns hier mal ein bisschen um. Den Spind hier können wir öffnen. Und ich habe ja schon gesehen in der letzten Folge, das Hacken ist ja glücklicherweise drin. Und ich war schon wieder ein bisschen zu... Na komm, dankeschön. Schrotflinte, Sturmgewehr und Sturmgewehr. Sehr schön. Übrigens, die Sachen, die da unter den Bezeichnungen der Waffen stehen, sind einfach nur sozusagen die Herstellerfirmen. Die werden später in einer Hinsicht interessant. Ansonsten können wir sie vollkommen ignorieren. Da hinten gibt es, glaube ich, noch ein Wandsafe. Ich weiß nur nicht, ob wir da Credits kriegen, also die Währung hier oder was anderes. Werden wir jetzt sehen. Gehen wir mal hier. Na, komm, falsche Richtung. So, zack. Zwei Munitionsupgrades. Ah, oh, okay. Ja, warum die einen Munitionsupgrade genauso wie eine Scharfschützen, also Präzisionsgewehr-Marke genannt haben, weiß ich auch nicht, aber gut. Gucken wir mal eben hier oben ist nichts, okay. Dann eben noch schnell die ganzen Upgrades einmal durchgehen. Und ihr seht schon, wir sammeln hier ziemlich viel an. Die Banshee 2 ist schlechter als die Banshee 3, wer hätte das gedacht? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Die Avenger macht aber mehr Schaden. 7 mehr Schaden für etwas, naja, fast 3 Schüsse weniger. Ich weiß jetzt nun mal nicht, ob das immer Schaden pro Schuss ist, weil das wäre echt hart. Weil dann würden die mehr Schaden machen als die Präzisionsgewehre pro Schuss. Oder Schaden pro Magazin. Aber keine Ahnung. Erstmal die Skimitar 1 durch die Skimitar 2 ersetzen. Komm. Schadensoutput maximieren. Kaidan, du hast ja nur Pistolen, da gibt's nichts Besseres momentan. So, jetzt haben wir ja Munitionsupgrades. Das sind einmal plus 25 Waffenwirkung. Ich glaube, das ist einfach nur plus 25% Waffenschaden. Reißer macht mehr Schaden gegen organische Ziele. Haben wir momentan aber nicht viele, weil ich glaube, die Husks zählen nicht mehr als organische Ziele. Deshalb nehmen wir einfach mal die Hämmer mit rein. Ja,
Und das war es eigentlich schon. Wir hatten, glaube ich, hatten wir noch ein Rüstungs. Nee, hatten wir nicht. Die Onyx-Rüstung hat er ja selber an. Williams. Hydra. Mehr Schadensschutz, weniger Schilde. Ja, nee. Da muss ich sagen, sind die Schilde mit das Wichtigste, meiner Meinung nach. Ich meine, klar, eine hohe Schadensabsorption mit so einer Schadensreduktion oder so heißt das ja. Ist auch wichtig, aber naja, egal. Gucken wir mal uns den Sender an. Normandy, der Sender ist sicher. Er bitte sofortige tatsächliche Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Erstmal hingehen und anfassen. Ne, sag ich doch. Sah ein bisschen merkwürdig aus, der Sprung. Shepard! Toll, Ashley. Nein, Alles deine lassen Schuld. Sie ihn nicht an. Es ist zu gefährlich. Und kaputt. Na toll. Mission fehlgeschlagen. Naja, egal. Sarens Schiff. Oder Sarens. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Oh Mann, ich würde mir das nicht hier fallen lassen. Übrigens, das war keine Turianerin, sondern das war eine Asari. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, dass er aufwacht. Die Tatsache, dass ich mich hinsetze, deutet stark darauf hin, ja, ich glaube, ich bin kein Schlafwandler. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Na komm, wir sind der starke Mann, wir sind der Commander. Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Und irgendwie habe ich gleich das Soundfehler drin. Ich weiß nicht warum, ich muss da gleich mal nachgucken. Naja, kannst du ja nicht wissen. Nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Oh, danke dafür. Gute Arbeit. Ich hätte da jetzt ein einfaches Danke gesagt, aber gut. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Jetzt nochmal auf Deutsch. Eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Wir können jetzt sagen, ja, ich habe geträumt. Oder wir könnten darauf bestehen, dass es eine Vision ist. Aber ich finde Visionen. Na, wobei eigentlich. Na, ich glaube, das kann man schon Visionen nennen. Ich habe gesehen, wie. Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Tod und Verderben. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht. Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben.
Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Okay, okay. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ja, wir können jetzt natürlich direkt das Gespräch zu Ende bringen. Mir geht es gut. Oder mal ein bisschen, ja, nachfragen, was Williams hier macht. Geth büßen lassen. Sprich, drohen. Aber eigentlich machen wir uns ja Vorwürfe wegen Leroy, ne? Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Oh, haben wir einen Soldaten durch den nächsten ersetzt. Das ist eine gute Idee. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Ich meine, ne, Shepard bewertet die schon direkt, obwohl er sie eigentlich gar nicht kennt, aber gut. Ja, ich will Rache. Hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Ja, seht ihr an der genialen Übergänge dieser Gespräche manchmal? Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Verständlich, aber wir haben ja nichts falsch gemacht, ne? Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Zaren, diesen anderen Turianer. Zaren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Zaren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so, aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Zaren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum, aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Eigentlich wissen wir ja nichts effektiv. Wir haben verschwommene Bilder gesehen. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Keine Ahnung. Es war verwirrend und chaotisch. Krieg ist chaotisch. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Ja. Was sollen wir denen sagen? Ich habe schlecht geträumt. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie. Vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war. Jetzt hat es Zaren. Und wir. Aber ich kenne Zaren. Seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ja, wir haben schon ein paar Geth auseinandergenommen. Also so ist es ja nicht. Aber ich meine, wenn wir mit dem Paket fertig werden, dann können wir den auch aufhalten, ich werde, ne? Einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Ach. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Machen wir. Wir werden beweisen, dass Zaren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Und dann gibt's aufs Maul. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Oh, machen wir gleich. Wollen uns gleich erst noch mal ein bisschen auf dem Schiff umgucken.
So. Ja. Ja, ihr werdet zwischendurch immer mal wieder merken, ich habe das Spiel vor gar nicht mal allzu langer Zeit noch gespielt, deshalb kenne ich noch ein paar Sachen. Medigel können wir hier mal nach Missionen bzw. Zwischenmissionen auffüllen. Es wird nicht automatisch aufgefüllt, was ein bisschen schade ist. Ashley! Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Ja, durchaus. Der arme Jenkins. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Jetzt mal noch unter die Nase reiben. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Na, es ist dir trotzdem verdient. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Das Danke, Commander. Klingt echt teilweise wie so 0815 Antworten, so nach dem Motto. Ja, ihr, ja, ihre, die Leute unter ihrem Kommando haben deswegen schlechte Laune, bla bla bla. Muntern sie sie mit diesen Worten auf oder mit diesen. Und wenn das beides nicht funktioniert, dann haben sie leider verkackt. Wie geht's dir? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Ja, aber wir sind ja aufgetaucht. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Lass mal ein bisschen loben hier. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Na, dann nochmal zur Verdeutlichen. Ich meine, wir könnten jetzt auch ganz dreist sagen, wehe, Sie enttäuschen mich, so nach dem Motto. Oder einfach abhauen. Das wäre eigentlich auch das Beste. Aber nee, wir sind Sie ja ein guter Vorgesetzter. Danke, Commander. Und immer schön vorbildlich Punkte sammeln. Die sind gar nicht mal so unnötig. Ja, bitte, Chakras. Was kann ich für Sie tun? Sie könnte mir jetzt was zu Anderson, zu Alenko sagen oder mal einfach was Wie über sind sich Sie selber. An Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Ja, ist doch gut. Jetzt bist du auf der Normandy und kannst uns zusammenflicken, wenn wir irgendwas schief geht, ne? Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Na, gut, dass du bleibst. Denn Dr. Chakras ist ein sehr, sehr fähiger Arzt. Ich meine, okay, das werden wir später nur in so ein paar Gesprächen wirklich groß Was mitkriegen, Sie mit aber Anderson? Trotzdem. Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Ja, das tun wir ja auch so ein bisschen, ne? Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Dann erklär doch mal meinen Zuschauern, was mit L2 gemeint ist. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Okay, ist ja jetzt eine tickende Zeitbombe. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Ja, klingt nach tickender Zeitbombe. Grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Migräne ist ekelhaft, aber besser als Wahnvorstellungen. So, hier können wir... Haben wir nochmal ein paar Sachen. Nehmen wir mal. Oder was? Nee, ich glaube, es war im zweiten Teil, wo wir uns da ausrüsten konnten. Oder später.
Weil das Fach ist eigentlich sinnlos, weil wir uns grundsätzlich immer ausrüsten können. Wie gesagt, Sturmgewehr und Schrotflinte brauche ich gar nicht gucken, ob die besser sind, weil... Und ablegen können wir sie leider auch nicht, das verstehe ich nicht. Das haben sie in den nächsten Teilen besser gemacht. Ja. Gucken wir mal, gibt es hier irgendwie noch ein bisschen was? Nö. Dann war da der gute Gaidan. Aber mit dem sprechen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt holen wir uns nochmal kurz. Sekundär interessiert uns nicht, primär interessiert uns. Nein, wir wollen was zum Medigel hören. Eine medizinische Heilsalbe, die von Ärzten, Rettungssanitätern und dem Militär eingesetzt wird. Sie ist vielseitig anwendbar. Als Lokalanästhetikum, Desinfektionsmittel und Blutgerinnungsmittel. Oder alles in einem. Nach dem Auftragen haftet das Gel so lange fest auf der betroffenen Stelle, bis es durch Ultraschall gelöst wird. Das Gel ist widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, vor allem Blut sowie Erreger und Gase. Das Gel ist ein genetisch verändertes Plasma, das von der Sirta Foundation, einem medizintechnischen Mega-Unternehmen, entwickelt wurde. Technisch gesehen verstößt das Medigel gegen die Gesetze zur Gentechnologie. Aber der Erfolg des Medikaments hat ein Verbot bis jetzt verhindert. Das ist natürlich auch nützlich. Technologie, was hast du uns denn da zu erzählen? Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von Lebewesen, über einen elektrischen Gehirnimpuls dunkle Energie zu manipulieren und Masseneffektfelder zu erzeugen. Lebewesen mit biotischen Fähigkeiten benötigen intensives Training und chirurgisch implantierte Verstärker, um praktisch nutzbare Masseneffektfelder zu erzeugen. Die jeweilige Stärke der biotischen Fähigkeiten variiert zwischen den Völkern und den jeweiligen Trägern. Es gibt drei Kategorien biotischer Fähigkeiten. Bei der Telekinese können Objekte mit Hilfe massenverringernder Kräfte angehoben und bewegt werden. Mit Hilfe massenvergrößernder kinetischer Felder wiederum können Objekte fixiert und als Blockade eingesetzt werden. Und schließlich können Massenfelder mit räumlichen Verzerrungskräften Objekte auseinanderreißen. Nett. Die meisten organischen Lebewesen sind in der Lage, biotische Fähigkeiten zu entwickeln. Allerdings sind dabei auch Risiken involviert. Biotische Fähigkeiten werden geweckt, indem man Babys noch in der Gebärmutter Element Zero aussetzt. Zumeist hat dies eine tödliche Krebserkrankung zur Folge. Aber in seltenen Fällen bilden sich im Nervensystem des Fötus auch neue Synapsen heraus. Ich glaube nicht, dass das ethisch korrekt ist. Es ist schon ziemlich hart, krass eigentlich. Die Zitadelle ist eine uralte Raumstation. Mitten in der Galaxie, die wohl einst von den Proteanern gebaut wurde. Nach der Auslöschung der Proteaner wurde die Zitadelle von zahlreichen anderen Völkern besiedelt. Sie dient als politische, kulturelle und finanzielle Hauptstadt der galaktischen Gemeinschaft. Zur Wahrung ihrer Interessen unterhalten die meisten Völker eine Botschaft im Präsidium, dem inneren Ring der Zitadelle. Im Zitadelle, dem da. Im Zentrum des Präsidiums, befindet das sich die Ratskammer der Zitadelle. Die Entscheidungen des Rats haben oft weitreichende Auswirkungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Vom Präsidium aus erstrecken sich 5 Stationsarme, die 1, 2, 3, 4, 5. Ihre Innenbereiche wurden zu Städten ausgebaut, die von Millionen Einwohnern aus der gesamten Galaxie bewohnt werden. Die Zitadelle gilt als unzerstörbar. Bei einem Angriff werden die Arme geschlossen, sodass sie wie eine undurchdringliche Hülle funktionieren. Seit ihrer Existenz wurde die Station von einem mysteriösen Volk, den Keepern, gewartet. Ja, die Keeper werden wir noch kennenlernen und die Citadel auch und wir werden sehen, dass die verdammt groß ist. Hier hatten wir nichts mehr, alles nur noch im Sekundären. Das Lesen haben wir alles jetzt gerade schon gelesen. Und damit ist unser Prolog schon fast vorbei. Wir müssen nur noch mit Joker sprechen. Aber... Wie gesagt, wir wollen uns vorher ein bisschen auf dem Schiff umgucken. Und das, wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, Freunde, ciao!